Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Planer Landwirtschaft. Und wir haben meine 1000 Liter Milch hier jetzt produziert. Und jetzt soll ich hier die Kuh besamen. Also vielmehr, also ich soll das nicht machen. Aber ich muss jemanden finden, der das macht. Kann man auch die einzelnen Kühe anklicken? Ah, Kuh-Details. Okay. Da ist die Genie, die Katharina, die Martina und die Simone und die Veronika. Ja, und die wollen wir jetzt alle mal besamen. Jetzt gibst du die Menge an. Am besten verkaufst du diesmal gleich alles auf einmal. Du kannst die Menge aber jederzeit selber einstellen. Hä? Da der Marktpreis variiert, lohnt es sich manchmal, auf einen besseren Preis zu warten. Für den Anfang sind wir mal froh, wenn wir die Milch los sind, richtig? Ja, gehe auf Handelswaren, wähle Handelsware Milch aus. Lager. Ah, hier ist das Lager, okay. Milch. Transporter anfordern, hä? No jo, jetzt kütte Al Herbert in seinem Wählchen an die Jöcke und holt das ganze Jode Zeuge af. Eigentlich heißt er ja nicht Herbert. Ich kann mir nur seinen richtigen Namen einfach nicht merken. Irgendwann frage ich mal danach. Vielleicht. Okay, also der Herbert holt die Milch ab und wir können weitermachen hier. Frisch geborene Kälbchen, also die Pens von der Kuh, müssen erst ranwachsen, bevor sie zur Milchproduktion taugen. Ja. Aber nur die weiblichen. Der männliche Kälber geben wir direkt an unsere Dörfschlachterwege. Ja, macht ja auch Sinn, die geben ja keine Milch, ne? Ah, also im Idealfall nicht. Der Stall hat nur wenig Platz für Milch und Fleisch. Du kannst ihn aber ausbauen, sodass du noch ein bisschen mehr... Ja, Transporter, bla bla bla. Wunderbar. Erfüllt. Den Transporter habe ich jetzt zwar nicht gesehen, aber... Ach nee, hier, nur Milchtransporter wurde bestellt. Okay. Achso, ihr könnt ja mal gucken, wo das passiert ist, was ich da gemacht habe. Okay. Ja, damit hätten wir die Aufgaben erfüllt. Jetzt frage ich mich, wo es jetzt weitergeht. Ah ja, wir müssen das auf dem Feld mal machen. Das gefällt mir. Also wir gucken jetzt nochmal Evans hey nach der Kö. Ob da also ein Kälbchen angekommen ist. Ich kann das nicht, ne? Das ist schlimm. Also sind alle trächtig hier und die brauchen noch einige Zeit. Die lassen wir mal in Ruhe. Achso, wie ist im Fleisch? Können wir also auch hier die Lagerkapazität erhöhen. Da müssen wir natürlich erstmal im Lager gucken, wie viel wir haben. Und da sehen wir schon noch gar nichts. Und die Milch haben wir ja verkauft. Und da die gerade besamt sind, gibt es auch keine neue Milch. Macht Sinn. Das heißt, wir können hier auf dem Feld weitermachen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sieht das aus mit dem Management der Landarbeit. Ich wollte ja in meinem Landwirtschaftssimulator einfach nur fahren lassen, ne? Das machen wir mit Curseplay. Hier können wir das direkt machen. Allerdings muss man dafür eben zuerst was aussehen. Das Feld liegt brach. Also wirst du zuerst einmal flühen müssen. Ja, dafür haben wir auch den Fluch gekauft. Dann, achso, wir brauchen hier einfach nur sagen, flügen oder was? Nu kommt der neue Traktor zum Einsatz. Ach so. Setz ihn in den ersten freien Da kommt der Milch-LKW ein. Und steckt fest. Auf den Slot klicken und dann der Fahrzeug rüberziehen. Och, ich wünsch das real wie so einfach. Ja. Jetzt steht er ja wohl nicht fest hier, oder? Ey, das fehlt uns noch, ne? Das... Dass der Milchwagen jetzt die Milch nicht holen kann, weil die Garage im Weg steht. Hä? Mach keinen Driss, hey. So, also hier haben wir jetzt die, den Trecker, den ziehen wir in den ersten. Nicht? Ah, so geht das, okay. Den Flug kannst du als Erweiterung dann in... Und jetzt rufst du einfach laut, ja, und alles geht wie von selbst. Nee, im Ernst. Du musst natürlich auch einem Arbeiter die Aufgabe geben, den Traktor zu fahren. Ziehe einen an. Ah, jetzt ist der Milchwagen wieder gefahren. Ich hoffe, das hat geklappt. So, und jetzt können wir nämlich, wenn wir die Aufgabe erledigt haben, dann können wir nämlich einen... Was ist das denn für ein Geräusch? Dann können wir hier eine Sämaschine kaufen und überhaupt. So, jetzt gucken wir mal, wie er das macht hier. Oh. Also, dass da
an der Textur gar nichts passiert, ist natürlich ein bisschen sehr enttäuschend. Muss ich sagen. Also das, das finde ich schon sehr, 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 sehr schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, es wird, hier oben wird es angezeigt, ne, wie weit wir sind. Wir beschleunigen erstmal ein bisschen. Na also, dein Feld ist jetzt geflücht. Nach dem Flühen kommt immer die Saatbettbereitung, nicht wahr? Darum das gleiche Spiel noch einmal. Schick deinen Traktor zur Saatbettbereitung auf das Falkenhagener Feld. Aber obgepasst, du brauchst diesmal wieder einen neuen Anhänger an deinem Traktor dafür. Den kannst du... Ja, den müssen wir jetzt kaufen. Und da guck mal hier, was wir alles freigeschaltet kriegen, wenn wir hier weitermachen. Also wir gehen zum Fahrzeughändler, brauchen für die Aussaat eine Saatbettvorbereitung. Eine Sämaschine. Die sind jetzt alle hier. Und jetzt sagen wir hier, der soll mal... was soll er denn? Ach, guck mal hier, die Reihenfolge ist auch schon richtig... Saatbettbereitung, die ist auch schon richtig vorgegeben. So, dann sagen wir hier... Nehmen wir wieder den Trecker, nehmen wir den Grummer und nehmen wir hier den Herbert. Ne, wie heißt er? Nico. Nico Teut Evers Thomason. Den nehmen wir, genau. Weil Nico, der kümmert sich ja um die Tiere, ne? Und los geht's. Und dann sagen wir wieder hier Tempo. So, jetzt ist die Saatbettbereitung bereitet. Es sieht so aus, als würdest du das mit der Feldbewirtschaftung hinbekommen. Jetzt wird es aber zick, den Mais zu sehen. Das machen wir mit dem gleichen Muster wie bisher. Nur, dass du noch den... Okay, also, wir gehen wieder aufs Feld. Sagen Aussehen. Wir sagen, wir wollen Mais sehen. Und dann sagen wir hier... Trecker. Sämaschine. Mitarbeiter. So ähnlich jetzt wie bei der Planer. Soll es ja auch sein. Und los geht's. Den Mais musst du natürlich irgendwo lagern. Dafür bauen wir jetzt ein Silo. Und wenn ich sage, wir bauen ein Silo, dann meine ich natürlich, du baust das Silo. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Dann gehen wir mal aufs Bauen-Menü. Bauen ein kleines Silo. Natürlich wollen wir das haben. Und das tun wir jetzt hier mal so... Ja, wo tun wir das denn hin? Irgendwo da, wo so Platz ist, wo wir sonst nichts hinmachen können, ne? Okay, fertig. Fertig. Ja, und dann gucken wir dem hier wieder zu. Da ist unser Silo fertig. Und das Feld ist gesät. Der Mais muss jetzt schön wachsen und gedeihen. Dafür ist es wichtig, dass du dich stets um die besten Bedingungen für den Mais sorgst. Das bedeutet, düngen bei niedrigen Bodenwerten, Schädlings- und Pilzbekämpfung, wenn nötig. Du musst dein Feld jetzt rund um die Uhr bewachen. Überwachen. Nach dem gleichen Schema wie bisher kannst du das Feld düngen und von Ungeziefer und Pilzen befreien. Ja, woran will ich das jetzt sehen, frage ich mich. So, was haben wir denn hier? Wir haben noch eine Ballenpresse, die brauchen wir noch nicht. Wir haben einen Kreiselschwader, brauchen wir auch noch nicht. Oh, hier ist was mit den Tieren. Was ist hier passiert? Eine Kuh ist krank. Eine Kuh ist krank. Oder was? Tierarzt rufen. Gucken wir mal. Na, jetzt sind sie wieder glücklich. Sehr gut. Ja, dann schauen wir mal hier, was... ach so, jetzt habe ich die Aufgabe weggeklickt. Was können wir denn da kriegen? Wir bekommen noch einen Kreiselwender. Wir bekommen ein kleines Doppelmesser-Mähwerk. Wir bekommen ein großes Fahrsilo und eine große Garage. Naja, den brauchen wir jetzt so noch nicht. Also gucken wir uns jetzt ein bisschen das Feld an, wie es denn vor sich hin wächst. So, und wenn jetzt also hier auf dem Feld wieder... Ah, guck mal. So, also dann wenigstens das Wachstum ist animiert. Und wir haben Kälbchen bekommen. Wir haben Kälbchen bekommen. Wo sind sie? Na, wo sind sie? Da, oh, guck mal, wie süß. Oh, was machen wir jetzt mit denen? Jungtiere. Mikko, Ralf, Timo. Die gehen wir immer zum Schlachten, würde ich sagen. Also wollen wir mit Bullen, ne? Kann man nichts mit gebrauchen. So.
Nichts mit Gebrauch. Wow, dein Satz. Also, Wachstum hier, Tüdelülüt, 33. Kalium, Phosphor, Stickstoff, Qualität ist immer noch 100. Vielleicht sollten wir trotzdem mal düngen. Einfach mal zu gucken, was dann passiert. Oder Gülle ausfahren. Haben wir den Dünger überhaupt schon gekauft? Ein Düngerstreuer mal natürlich. Aussaat. Seemaschine haben wir. Ernte. Pflege. Oh, schon wieder eine Kuh krank. Was haben wir denn? Nein. Hackstriegel, nein. Ja, düngen können wir mit dem... mit dem Güllefass. Das kaufen wir mal. Dann machen wir das mal. Zack. Oh. Moment, warum geht das jetzt nicht? Meinen die mit Düngen dann vielleicht spritzen oder was? Das kann natürlich sein. Fahrzeuge. Pflege. Spritze. Kaufen. Das ist aber komisch. Nochmal. Was fehlt denn? Kalium fehlt. Das. Dann können wir das vielleicht erst nach dem Säen machen. Okay. Also quasi nach dem Säen wird der Boden dann wieder aufbereitet, damit da wieder was wachsen kann. Macht ja auch Sinn. Ja, und dann können wir jetzt ernten, oder? Ich hoffe, wir haben noch genug Geld für den Mähdrescher. Veronika, der Mais ist da. Jetzt wird er zick für die Ernte. Wie die Ernte abläuft, kannst du dir ja denken. Du bist ja jetzt schon ein Profi. Denk daran, vorher noch ein weiteres Silo zu bauen, diesmal ein Jurset, um für ausreichend Lagerplatz zu sorgen, damit du auch ernten kannst. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier auf Pause. Dann gehen wir auf Fahrzeug. Wir kaufen einen Mähdrescher. Können wir nicht. Weil hier alles unordentlich ist. Machen wir mal so. Jetzt sollte es aber gehen, oder? Also, kaufen. Fahrzeug, Ernte, Mähdrescher. Kein Platz. Was? Wie viel braucht er denn? Gibt's doch gar nicht hier. Machen wir mal so. So. Nee. Oh, nicht. Ja, hm. Das sind immer drei. Tja, das ist ja ein Driss hier. Da war wohl nicht genug Platz dafür. Da müssen wir wohl neues Dings erst bauen. Hier eine neue Halle. Wir sollen ja sowieso erstmal ein größeres Lager bauen. Ja, dann würde ich sagen... ich baue jetzt hier ein neues, großes Silo. Damit wir genug Platz haben. Dann gucken wir mal Fahrzeug. Was kostet der? 5000. Dann gucken wir mal eben, was eine weitere Lagerhalle kostet. Okay. Ja, und wie sollen wir die jetzt da hinkriegen? Da ist ja kein Platz mehr hier. So? Nee, oder? Doch. Aber so gerade noch. Okay, ja, und wie sich das dann ausgeht und wie wir ernten, das seht ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Garderol spielt der Planer Landwirtschaft. Ich hoffe, ihr schaut dann wieder rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Videos weiterempfehlt und so weiter und so fort. Ja. Wann die nächste Folge kommt, seht ihr den Sendeplan. Es wird heute sein, nämlich um 17 Uhr, glaube ich. Und bis dahin gilt, wie immer... immer schön weiterempfehlen, Daumen und Kommentare da lassen, würde ich mich freuen, wenn ihr das Spiel kaufen wollt. Ein Link ist in der Beschreibung. Macht's gut und tschüss!